Im Lande Mordor, in den Feuern des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring. In diesen Ring floss seine ganze Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Der Reihe nach verfielen die freien Länder Mittelerdes unter die Herrschaft des Ringes. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis aus Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Der Sieg war nahe, doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Und es geschah in jenem Moment, als es keine Hoffnung mehr gab, dass Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Tausende von Jahren blieb der eine Ring verloren. Doch nun gab das Schicksal den Ring in die Obhut des unwahrscheinlichsten Geschöpfes, eines Hobbits, Frodo Beutlin. Mit der Unterstützung seiner Freunde bricht Frodo zu einer gefährlichen Reise auf, ins Lande Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Doch erneut hat sich der dunkle Herrscher Sauron erhoben und voller Rachedurst führt er seine Armee, die nur zu einem Zweck gezüchtet wurde, zur Vernichtung der freien Völker Mittelerdes. Sauron ist nun auf der Suche nach dem, was in vergangenen Zeiten sein eigen war. Sollte Sauron den einen Ring finden, wird er erneut Dunkelheit über Mittelerde bringen. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Teil 1. Gibt ja zwei insgesamt, beziehungsweise zwei plus noch ein Add-on, Aufstieg des Hexenkönigs. Wir beginnen erstmal mit dem ganz normalen Schlacht um Mittelerde 1. Es gab auch einige Leute, die mich gefragt haben, ob ich es mit der Idane-Mod spielen will, aber die Sache ist die, bei den meisten Spielen, wenn ich sie das erste Mal für euch durchspiele, vor allem Klassiker, möchte ich sie euch so demonstrieren, wie die Entwickler sich es vorgestellt haben. Also die Version, wie man sie eben bekommt, wenn man sie sich holt. Wenn man sie sich holt, ist bei Schlachten Mittelerde schwierig, weil das Spiel ist ja nicht mehr offiziell im Handel erhältlich. Ja, da kann man entweder Anker lichten und den Rum auspacken und Pirat spielen, oder aber man holt es sich auf dem Gebrauchtmarkt. Zweiteres kann ich euch nur offiziell empfehlen, ersteres sollte ich euch offiziell nicht empfehlen. Also, wie ihr an das Spiel kommt, ist natürlich euch überlassen, aber ich kann nur so offen empfehlen, hier im Gebrauchtmarkt zu durchsuchen und es von irgendjemandem zu holen. Aber ja, Schlacht um Mittelerde. Viele fragen sich, was hat das so lange gedauert, warum hast du es nicht früher gespielt? Nun, das Problem ist, dass der Herr der Ringe. Nicht, dass ich der Herr der Ringe nicht mag, aber das ist eine Lizenzhölle. Also, ich komme da direkt in die Copyright-Hölle, da würde ich gar nicht erst so Zwischenstopp beim Limbo machen oder so. Ich war da direkt in die Hölle gestoßen wahrscheinlich. Dementsprechend muss ich vorsichtig sein und ich habe auch einige Tests gestartet und ich habe so meine Ideen, wie ich das vielleicht so ein bisschen hinbiegen kann, dass es funktioniert. Aber schön. Der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 1. Man hört schon die erste Hölle im Hintergrund für mich, weil das ist die Musik, der offizielle Herr der Ringe Soundtrack. Da schauen wir einfach mal. Aber wir starten eine neue Kampagne und wir beginnen mit der guten Kampagne, würde ich sagen. Und ja, da starten wir von vorne. Wir werden natürlich beide Kampagnen spielen, keine Frage. Und komm, wir sind doch keine Pussys, wir spielen auch schwer. Also nicht falsch verstehen. Nichts gegen Leute, die es trotzdem auf leicht oder mittel spielen wollen. Kann ich gut verstehen. Oftmals, wenn ich einfach nur Lust auf Story habe oder einfach nur so ein bisschen vor mich hinspielen will, mache ich auch öfters mal leichter. Aber ich denke jetzt so fürs Let's Play. Kommt. Wir wollen doch Herausforderungen haben. Mordor ist das Reich des dunklen Herrschers Sauron. Er herrscht über das Land und alle, die es betreten. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit.
Schon interessant, wie Isengard schon am steht. Heute ist der Halbling Frodo Beutlin der Ringträger. Er wandert in Begleitung einer Gemeinschaft aus Vertretern der freien Völker Mittelerdes nach Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. So, jetzt nochmal. Schon interessant, wie Isengard... Oh, da steht sogar da, wie viele es sind. 950 Uruks, heilige Mörder. Es ist schon interessant, wie Isengard schon Uruk-Armeen hat, obwohl wir jetzt eigentlich gerade mal erst so... Obwohl bei Mordor, lala. Aber, ja, ihr wisst, was ich meine. Aber gut, die Gemeinschaft besteht aus Aragorn, Boromir, Gandalf, Gimli, Legolas, Frodo, Pippin, Merry und Sam. Und hier haben wir auch gleich schönen Ausschnitt aus dem Film. Das ist es halt. Gerade der Schlacht um Mittelerde 1 macht es halt mit den Filmausschnitten und allem drum und dran äußerst immersiv. Also damals, als ich das Spiel in meiner Kindheit gespielt habe, ich habe mich echt wie mittendrin gefühlt, wie in den Filmen. Und das hat das Spiel wunderbar hinbekommen, muss ich sagen. Alles klar. Die erste Mission. Wir gehen zu Moria und wir halten als Belohnung plus eine Spezialfähigkeit. Yay. Und da werden wir. Die Minen Morias. Einst eine blühende Zwergenstadt. Heute ein mit Orks verpestetes Labyrinth. Gott, sie haben einen Höhlentroll. Mindestens einen. Und sie nennen es eine Mine. Eine Mine. Das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Ja, wir haben ein paar Helden, würde ich sagen, ne? haben wir schon vorgelesen, ne? Wir haben Gandalf, wir haben Aragorn, wir haben Legolas, wir haben Gimli, wir haben Boromir, wir haben Frodo, Sam, Pippi und Merry, Merry und Pippin, so rum. Pippi! Wir hätten niemals herkommen dürfen. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Ja klar, ein Schritt weiter, gleich die ersten Orks. Ich glaube, die Hoffnung ist ziemlich schnell zerbröselt. Okay, hier haben wir ein Level Up. Wisst ihr was? Den kriegt Gandalf. Gandalf hat jetzt doppelt so viele Ränge wie zuvor. Morias beruht nicht auf Gold oder Edelstein, sondern auf Mithril. Seid wachsam. Es gibt in den Tiefen der Welt noch ältere und gemeinere Geschöpfe als Orks. Ja, durchaus. Leise. Gandalfs Ex wohnt hier. Ich glaube, die ist immer noch sauer auf ihn. Da gab's, oh Mann, irgendwie, ist auch schon ewig her. Aber es gab irgendwie damals so als Gag, so als Parodie, so die Tagebucheinträge der Herr der Ringe, So ein Biest habe ich zuvor noch nie gesehen. Charaktere. Die Leute im Auenland werden uns nie glauben, was wir alles durchgemacht haben. Und das, obwohl eure Reise gerade erst angefangen hat, ne? Wenn ihr wisstet, was da noch so auf euch zukommt. Schützt die Hobbits! Vernichtet sie! Schützt die Hürde, Hobbits! Nein, vernichtet sie! Mist, Rechtsklick. Druckwelle! Was war das für eine Nullnummer? Okay. Gandalf, kann ich dich noch weiter pushen oder geht das nur mit anderen? Ein Schatz. Tatsache, alter Falter. Oh! Mit Rang 4 kriegt der Führerschaft. Viel mehr Erfahrung für alle, mehr Rüstung. Mann, ich hätte vielleicht doch mal andere Leute da jetzt hinschicken. Ich glaube, ich teile es doch mal lieber auf, oder? Das Böse oder? Schläft niemals. Menschen, greift an. Zurück in die Dunkelheit. Komm, mach mal deine menschliches Schwertchen. Du hast hier zu. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Hierher! Easy. Bleibt zusammen. Aber wir können mal kurz Aragorn ein bisschen heilen lassen. Schön. Wir sollten zur Pforte von Rohan. Still jetzt!
Und ja, das ist halt so schön, die Inszenierung, weil die ganzen Sprecher auch dabei sind. Wie ich mitbekommen habe, sind nicht alles Originalsprecher. Ich glaube unter anderem... Und übrigens, hier ist schon mal ein Höhlentroll, obwohl der eigentlich erst später kommen sollte. Das ist nochmal ein zusätzlicher einfach. Ein Bonus-Höhlentroll quasi. Tja, haben die im Film das Secret übersehen einfach, ne? Sie haben Pfeile. Aber ja, wie ich mitbekommen habe, soll Gimli angeblich einen anderen Sprecher haben. Ich habe das, ganz ehrlich, ich habe es nie bemerkt. Vielleicht einfach, weil ich damals so oft das Spiel gespielt habe und mich an diese neue Stimme von Gimli zu sehr gewöhnt habe. Ich weiß es nicht. Wisst ihr was, ich bin jetzt mal so dreist und hol mir noch den vierten Rang für Gandalf. Was ist das? Eine glückliche Fügung für unsere Gemeinschaft. Och, er darf nicht, das ist so gemein. Schwertmeister, Gimli Sprungangriff. Wer hat am wenigsten gerade? Wer könnte es am ehesten brauchen? Der Legolas. Das Horn Gondors, ja komm, Boromir, hol du mal. Und wir können auch was gelernen. Helden versuchen 50% mehr Schaden. Ja, warum nicht? Wir haben ja den einen oder anderen gerade dabei. An diese Stelle kann ich mich nicht erinnern. Eindringlinge! Zurück in die Dunkelheit! Komm so, und Gandalf, du machst jetzt mal deine Druckwelle. Bitte, und diesmal gescheit, bitte. Nein, nicht nach da links. Hat aber gut getroffen. Mach mal dein Hörnchen. Frodo. Haltet eure Stellungen. Zeigt keine Furcht. Wunderbar. Was ist denn da oben? Schöne große Treppe. Eindringlinge. Noch mehr. Paragon, pass auf. Vernichtet dieses Übel! Legolas ist einfach der ultimative Sniper hier. Alle so geone-shottet einfach nur bei dem. Ein Schatz! Oh, irgendjemand hat jetzt passiv mitgenommen. Toll, Aragorn war eh kurz vom Level up, hat er jetzt mitgenommen. Hat es lieber jemanden gegeben, der mit seinen Erfahrungspunkten eh noch nicht so weit ist. Wir müssen weiter! Ja, Boromir, meine Güte. Du hast es aber auch eilig zu sterben, ja? Wenn du so schnell in der Story voranschreiten willst. John Bean, ey, einfach immer. Aber was das angeht, gibt es eine Überraschung hier bei Schlacht um Mittelerde 1. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Hinter diesen Türen lauert nein. Das Böse. Nein. Wir lassen niemanden zurück. Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Orks. Sie kommen. Ah! Sollen sie kommen? Es gibt immer noch einen Zwerg in Moria, der noch nicht zu Staub zerfallen ist. Dann zeig's mal, Gimli. Aber du hast noch keinen Sprungangriff. Tut mir leid. Aufpassen. Ich werde sie in Schacht halten. Attacke! Komm, Gandalf, Druckwelle. Alter Falter, das hat ein paar weggehauen. Vorsicht, Gandalf! Ach, der schafft das, der ist Level 3. Und ich bin notfällig, jetzt sogar noch eine Heilung parat. Oh, was ist das? Alle Bauern werden bewaffnet, das bringt jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen wenig. Machen wir die Heilung mit. Ach komm, das schaffen sie. Zack, alle geheilt, alle sind wunderbar. Legolas. Genau. Okay, das ging ziemlich... Nee, er lebt noch, alles klar. Boromir, du machst mal dein Hörnchen. Du machst mal ein paar Blitze. Du haust dir den Schwertmeister rein. Wunderbar. Ich könnte mal die Hobbits auch Steine werfen lassen. Ich glaube, das fand ich schon immer effektiver. Ich hätte mich fast verzählt. Was soll man denn davon halten? Man kann ja auch ein bisschen Dialoge führen lassen, wenn man will. Und sie haben einen dritten Höhlentroll, einen vierten Höhlentroll, natürlich. Müsste ich eigentlich noch wissen, weil ich das vor kurzem erst Test gespielt habe. Ich habe es echt schon wieder vergessen, Mann. Irgendwann eine Güte. Hilfe! Gimli, aufpassen!
Holla. Holla. Sam wird gerade ein bisschen gekegelt. Stecken zurück, stecken zurück. Das sind ein bisschen... Mann, warum brauchen die ganzen Heilungen noch so lange? Okay, den Höhentroll haben wir. Pass ein bisschen auf, geben die Sprungangriffe müssen wir noch machen. Und weißt du was? Ich glaube, ich speichere mal. Machen wir einfach mal eine gute Kampagne, komm, was soll's. Ja, bitte. Das war, glaube ich, mein Test. Wir speichern dort ein bisschen lange. Nicht, dass es jetzt beim Speichern abschmiert. Ich krieg da PTSD ein bisschen von. Ich weiß nicht, welches Spiel das war. Epische Musik und wir warten erstmal, um uns hochzuheilen. Das ist die Mentalität, die ich brauche, ne? Ah, viel besser. Okay, gehen wir weiter. Das sind ein paar Orks. Aber wir haben einen Zwerg, den wir werfen können. Jetzt liege ich vorn, Herr Elb. 50, 51. Seid ihr sicher, dass ihr Schritt halten könnt, Herr Zwerg? Boromir? Hörnchen. Holla, Aragorn, was geht denn bei dir? Ihre Bosheit muss hier enden. Noch einer. Kennt kein Erbarmen. Oh, sie sind überall. Holst du mal ein bisschen rein? Oh, schade. Ich dachte, ich erwische den Troll ein bisschen. Okay, alle auf den Troll. Legolas, du machst dann eine schöne... Das hat bestimmt... Ja, natürlich hat's... Holla. Stück zurück. Das ist jetzt schon Nummer 5. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Vorsicht! Hat er auch wieder mit Stufe 4 Mann? Ich hätte ganz schön Führerschaftsboni. Was ist das für eine neue Teufelei? Ein Balrog von Morgoth. Ein Dämon aus der alten Welt. Ein Feind, gegen den ihr nichts tun könnt. Lauft! Okay, ich glaube, ich lauf. Zwischendurch nochmal eine Heilung. Ja, Quickslots kann ich leider nur schwer verwenden, da ich eben. Die Brücke ist nah. Weiter, weiter. Leider Linkshänder bin mit Maus links und Pfeiltasten rechts. Ich spüre ein großes Übel. An diese klassischen Quickslots komme ich nicht so wirklich ran. Bleib jetzt einfach mal zurück. C zu drücken. Ich meine, ich könnte es, aber da bin ich schneller mit Klicken. I'm sorry. Außerdem haben wir nicht in jeder Mission so viele Helden. Passt schon. Und weiter, und da schießen sie. Also die Inszenierung war schon immer klasse in dem Spiel, weil sie wirklich versucht haben, so gut wie es geht im Film nachzuempfinden, okay? Bis auf die Bonus-Höhlentrolle, aber hier beispielsweise der Augenblick, wo man von außen beballert wird und dem Pfeilbeschuss entlang die Treppe herunter sprintet. Der Ausgang ist nah! Ein Balrog! Ich kann euch nicht alle beschützen! Führ du sie weiter, Aragorn! Schwerter nützen hier nichts mehr! Sachte und hat ein Schwert. Aber, ja. Dann hauen wir mal den Balrog ein bisschen was rein. Rutzeln! Rutzeln. Du kannst nicht vorbei! Okay, bisschen kiten, weil direkt im Nahkampf sind wir unterlegen. Immer schön meine Britzelblitze nutzen. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Gebiete über die Flamme von Arnor. Der hat aber mehr Feuer als du, Gandalf. Sei vorsichtig, nicht zu weit in den Ofen reinlangen. Attacke! Und Ritzeln! Okay. Holla. Okay, läuft noch. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht sogar ein bisschen schlagen kann nach dem, aber... Und erneut. Hau rein!
Jawolska. Einmal noch. Da seht ihr mal, Gandalf hat auch im Film einfach nicht genug gekitet. Stattdessen ist er irgendwie gefühlt 5 Stunden lang mit dem Balrog irgendwie in die Tiefe gestürzt. Vernichtet sie! Stirb, Diener des Schattens! Jawohl! Der Balrog von Moria ist nicht mehr! Nach dem Sieg über den Balrog setzte die Gemeinschaft ihre gefährliche Reise fort. Ist jetzt halt nicht dieser gemeine Cliffhanger wie im Film, dass man jetzt denkt, dass Gandalf über den Jordan geschippert ist, aber ja. Und hier Statistiken, es tut mir leid. Ich liebe die Hintergrundmusik. Hier ist es, glaube ich, irgendwie, wie war es nochmal, Theodens Reit oder so. Also, ich liebe die Musik, die im Hintergrund kommt, aber ihr werdet sie nicht hören. Ich werde sie rausschneiden, weil das ist einer der Tracks, der leider sehr heftige Copyright-Probleme verursacht. Dementsprechend machen wir sofort weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei der nächsten Mission auf der Seite der Guten.